Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal mit Don Matteo unterwegs, heute in Frankreich. Ich habe ja auch im Sinn, zwischendurch Frankreich etwas mit ins Spiel zu bringen. Ich habe einige französische Strecken installiert. Allerdings bin ich beim Zugsicherungssystem noch nicht so, ja, ich sage jetzt mal, top sicher, deshalb werde ich heute mit einem reduzierten Sicherungssystem fahren, aber das kommt dann später auch noch. Diese Strecke, die wir heute fahren, das ist die Narbonne-Béziers-Route. Die gibt es auch im Foren der französischen Community. Ich werde es dann unten verlinken. Und damit wir uns ein Bild machen können. Wir starten ja hier in Port-la-Nouvelle. Zeige ich euch kurz auf der Karte, wie wir heute unterwegs sein werden. Das ist Frankreich so im Groben. Hier ist die Grenze zu Spanien und wir starten da ziemlich unten im Süden von Frankreich. Der Zug selber, der kommt aus Perpignan. Der ist dort gestartet, sorry, und ist dann hier hochgefahren bis nach Port-la-Nouvelle. Das ist die Station, wo wir jetzt gerade stehen. Und von hier aus werden wir jetzt dann durch da die Moorlandschaft bzw. die Seenlandschaft hochfahren bis nach Narbonne. Von Narbonne geht es dann weiter bis nach Béziers. Das ist unser heutiges Streckenziel. Und soweit ist die Strecke auch ausgebaut. Also wir sind hier schön ja, küstenmäßig unterwegs. Wir sehen da am Anfang noch etwas vom, eben von der Seenlandschaft. Und da geht es durch den Parc Naturel Régional de la Narbonnaise et Méditerranée. Da fahren wir eben durch mit unserem Zug. Das also zur Übersicht. Ich nehme das dann mal wieder weg. Unser Zug ist ein TER, ein Train Express Regional. Und der wird gezogen von diesen SimExpress Maschinen 26203. Und dann haben wir da so coole Repaints hinten dran. Eben der Bahngesellschaft TER. Express Regional. Und so sieht das hier noch in Port-la-Nouvelle aus. Ein Containerhafen, da hinten hat es vermutlich Öl oder was auch immer, Tanks. Da hinten sehen wir noch Schiffverladung. Genau, das ist also die Strecke Narbonne-Béziers, die wir fahren. Die Ausfahrt steht schon und ich würde sagen, wir steigen jetzt in die Maschine, rüsten auf und dann geht's los. Viel Spaß! Mit Ctrl Shift und Z wie Zeppelin gibt es eine Schnellaufrüstung. Ich mache das jetzt mal so. Es ist wie gesagt im Moment noch etwas einfacher, wenn mir die Zeit dann mal ist, werde ich mich da noch intensiver einlesen in das Zugsicherungssystem. Ich öffne die Türen, ich mache da mal noch die Lichter an. Genau. Ich lasse jetzt den Bügel auch vorne oben. Da kommt noch ein Kesselzug. Und dann würde ich sagen, unsere Türen sind geschlossen, die Ausfahrt steht, ich löse die Bremsen. Ich muss noch sagen, ich habe hier den Input-Mapper mit drauf, das heißt die Tastenkombination
jetzt analog den VR-Maschinen. Wie sie eigentlich gewohnt sind. Sonst wäre das eigentlich anders zum Fahren, irgendwie mit Q und D und so. Das ist ganz schön laut, das Ding, ja. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem gut. Drinnen aus. Und wie ihr sehen könnt, ist da eben so eine Seenlandschaft, da ist alles Wasser. Rechts. So, wir beschleunigen da mal. Seenlandschaft da in diesem Nationalpark quasi. Schlängeln uns jetzt da hoch Richtung Narbonne. Rund 18 Kilometer noch. Einfach Wasser. Ein wirklich interessantes Gebiet, das wir da durchqueren. Später werden wir uns dann etwas von der Küste wegbewegen. Sogar 200 fahren. Die Lok ist auf 200 ausgerichtet. Allerdings die Wagen die sind auf 160 ausgelegt. Das heißt, wir dürfen die 160 nicht überschreiten. Ansonsten hätten wir vielleicht hinten fliegende Wagen mit dran. Das ist wirklich quasi.
quasi fast wie in Holland, wo man auf dem Damm fährt und links und rechts Wasser. Das ist übrigens auch eine Freeware-Strecke, natürlich wieder basierend auf gewissen Payware-Strecken. Da könnt ihr euch im französischen Railsim-Forum durchhacken. Da findet ihr auch viele interessante Sachen, sowie auch zum Rollmaterial. Es gibt viel Freeware-Rollmaterial dazu, aber es gibt eben auch Material zum Kaufen, so wie diese Sim-Express-Loks, die habe ich gekauft. Und die sind in ihrer Funktionalität eben auch das bestätigen da. Die sind in ihrer Funktionalität recht gut ausgearbeitet. Man sieht es eben auch mit den Handling, mit der ganzen Zugsicherung da, der SIFA. Da kann man wirklich damit spielen. Aber es ist eben etwas komplex noch im Moment. Und ich möchte da jetzt nicht allzu stark das einschalten, weil ich eben Angst habe, dass ich dann sonst dann ziemlich, wie sagt man, ziemlich unter die Räder komme. Wir müssen da auf 120 runter, ich bin da etwas unkonzentriert. Verzeihen, dass ich jetzt dann nicht ganz mit dem Zugsicherungssystem fahre, wie es richtig wäre. Aber es geht ja auch mal darum, zu zeigen, was Frankreich so an TS-Strecken bietet. Durchaus schönes Material. Das, wenn man die nötige Kapazität auf dem PC hat, auch seinen Platz finden kann. Wir haben bereits unser erstes Etappenziel im Blickfeld Narbonne. Thank you.
ist auch eine größere Stadt. Ganze Signalsystem, es ist einfach wichtig, dass man sich dann zuerst wieder reinfließt. Und dem natürlich dann auch mächtig ist. So, aber wir haben da unseren ersten Halt jetzt mal erreicht. Öffnen wir die Türen und gehen doch kurz nach draußen. Das schnell anschauen. Hier auch Kessel und sonstige Güter bereitgestellt. Hier hinten war es noch so ein interessantes Gefährt. Ein Dieseltriebzug. Der ist auch in Startposition. Genau. Ansonsten Bahnhofvorplatz. Busterminal. Wie gesagt, ob das in Wirklichkeit auch so aussieht, das kann ich nicht beurteilen. Muss ich auch nicht. Paris-London mit dem Zug. Okay. Aber schön gemacht, finde ich. Mal da die Zugbremse und bremst da etwas mit der Lokbremse, sodass ich dann ready bin. Wir haben 14:10 Uhr Abfahrt, das passt ja wunderbar. Hier ist die Lokbremse und wie gesagt, ich habe hier im Forum einen Input-Mapper gefunden, der diese ganze Funktion etwas auf das mir bekannte Tastaturensystem umbricht. Eben auch die Sicherungssysteme bestätigen hier mit der Taste Page Down, wie wir das bei der PZB in Deutschland kennen. A Anton, D Dora für Beschleunigen oder Bremsen bzw. Leistung aufschalten oder abschalten. Ansonsten ist es in Frankreich eben komplett anders, das Tastaturmenü. Das ja,
ist dann doch ziemlich anstrengend, wenn man sich so gewisse Funktionen gewohnt ist. Wenn es dann hektisch wird, man ja einfach die falsche Taste drückt. Wenn man sich etwas im Forum umschaut und auch etwas googelt und so, kann man sich wirklich tolle Sachen zusammenstellen, die einem nützlich sind, und ich empfehle es jedem. Hier würde man dann auch die Zugdaten noch irgendwie eingeben, und das eben prüft dann auch gewisse Sachen, wie wir es von anderen Zugsystemen auch kennen. Das hier ist der Batterieschalter, der Hauptschalter da, das überhaupt die Lok aktiviert werden kann. Hier haben wir die Pantovorwahl, da haben wir das Horn-Makro. Sachen zum Scheibenwischer, den Notknopf, die Zugbremse, die Lokbremse, der Kollege. Er geht jetzt vermutlich zurück nach Perpignan. Ich weiß auch nicht, wie intensiv in den französischen Foren da an den Strecken gearbeitet wird, ob die überarbeitet werden oder ob sie einfach so wie sie sind sie. Ja, wir haben jetzt hier noch sehr viel 2D-Vegetation im Einsatz. Ich weiß auch nicht, ob das mal wieder überarbeitet wird und so. Aber ich meine, so wie sich die Strecke jetzt hier präsentiert, ist es durchaus spielbar. Etwas von der Küste weg, jetzt sind wir da wieder mehr auf dem Land. Ich glaube, blinkend grün bedeutet irgendwie, dass man von diesen 200 sich in Richtung 160 bewegen muss. Das ist so eine Ankündigung. Die war jetzt hier auch gleich signalisiert. Dann geht
Ich finde es dennoch relativ sportlich, da mit 160 bzw. mit 100, 200 durchzufahren. Scheinen die Kurvenradien diese Geschwindigkeit dennoch etwas eng ausgelegt, aber das kann täuschen. Wir haben ja eh 160 im Moment. Eigentlich unsere maximale Geschwindigkeit in diesem Zugverband. Unterwegs bin per Video. Das erste, was ich gemacht habe, das war von Perpignan nach Cerbère, so ähnlich. Das ist auch eine sehr schöne Küstenstrecke gewesen. Und hier jetzt von Port-la-Nouvelle Richtung Béziers. Szenario von Benelux Trains. Hier ist auch die Oberleitungsmasten. Sie erinnern etwas mehr an Holland. Ich weiß halt nicht, ob das zutreffend ist. Da kann ich euch keine abschließende Information geben. Ich nehme das jetzt mal so als gegeben. Findet man irgendwie Videos, wo diese Strecke auch gefahren wird in echt, dann kann man es ja sehen. Wobei dann immer auch noch der Zeitfaktor eine Rolle spielt, wann das die Strecke gebaut wurde oder welches Jahr das sie darstellen soll. Aber die Bahnmeisterei müsste da schon etwas für die Bäume tun, also die ragen da zum Teil ziemlich stark ins Profil des Trasses rein. Aber naja, rund 3,5 Kilometer, dann haben wir unser Ziel erreicht, Béziers. Fußballspielen ist auch in Frankreich Trumpf, das ist so. Der 90er Ankündige, den haben wir auch erwischt. Thank you.
wie gesagt, das ist also ein kurzer Einblick in französische TS-Strecken. Auch etwas Schönes, wie ich finde. Und total auch empfehlenswert zum Spielen. Braucht sicher etwas Assets dazu, das findet man aber alles bei der Streckenbeschreibung, so dass man sich an einem regnerischen Tag diese Strecke durchaus spielbar zusammenstellen kann. Bis hier, mesdames et messieurs. Surveillez les bienvenus à Béziers. Ja, der Zug könnte jetzt weiter nach Montpellier, eigentlich dann Avignon bis hin nach Marseille, je nachdem, das sind alle Wege offen. Und mit diesem Blick hier von Béziers, mit einem riesen Angebot an Parkplätzen, das im Moment noch nicht genutzt wird, da wird aber noch gebaut. Dann können wir da noch, wenn ich da freischalte, noch etwas nach hinten fliegen. Da würde es dann weitergehen, die Hauptstrecke da Richtung Montpellier. Es geht dann wieder etwas an die Küste runter und dann eben nach Montpellier, die nächste größere Stadt hier in Frankreich. Ja, und mit diesem Überflieger bedanke ich mich herzlich, dass ihr meine Gäste wart im Video. Wenn ihr Daumen nach oben da lasst, freue ich mich. Wenn ihr Daumen nach unten lasst, respektiere ich das. Kommentare in den Videos sind immer gerne gesehen. Ihr könnt euch da mitteilen. Und ansonsten wünsche ich gute Gesundheit für euch alle. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Don Matteo.